Nach der Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu 10 Botschafter von Ländern einbestellt, die für den Beschluss gestimmt haben. Außerdem wurde der Botschafter der USA einbestellt, die sich in New York enthalten hatten. Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ostjerusalem aufgefordert. Uns war klar, dass dadurch die Verhandlungen schwieriger werden und der Frieden weiter wegrückt. Ich habe Außenminister John Kerry schon am Donnerstag gesagt, Freunde ziehen Freunde nicht vor den Weltsicherheitsrat. Angeregt durch Stellungnahmen unserer Freunde in den USA, Republikaner und Demokraten gleichermaßen, haben sie jetzt wohl verstanden, dass die Klagemauer kein besetztes Gebiet ist. Netanyahu wies das Außenministerium am Sonntag an, einen Aktionsplan gegen die Vereinten Nationen und andere internationale Einrichtungen auszuarbeiten. Dieser solle dem Sicherheitskabinett binnen eines Monats vorgelegt werden.